im Niemandsland zwischen Europa und Asien, tief im Ural. Die nächstgrößere Stadt mit ein paar tausend Einwohnern ist 30 Kilometer entfernt. Die beiden Männer da oben kennen sich seit 4 Jahren und sind nicht zum ersten Mal hier. Für Michelle Alouy aus Köln und Alek Tretjakov aus Tscheljabinsk ein Staudamm mit Symbolik. 1909 haben ihn deutsche und russische Ingenieure gemeinsam errichtet. Und seitdem wird hier Strom produziert, ohne Pause, ohne größere Ausfälle arbeitet die Technik bis heute. Die UNESCO führt es in ihrer Liste technischer Meisterleistungen. Ein Musterbeispiel deutsch-russischer Kooperation, an das die beiden gerne anknüpfen wollen, aber dazu gleich mehr. Wir befinden uns hier in einer Gegend tief in Russland, 2000 Kilometer hinter Moskau. 10 Jahre nach dem Untergang der Sowjetunion machen wir hier eine Momentaufnahme über Pläne, Hoffnungen, Perspektiven und Entwicklungen der deutsch-russischen Zusammenarbeit. Der Weg führt uns in die Stadt Tscheljabinsk, genau genommen an den Rand der Stadt Tscheljabinsk, in eine Siedlung mit dem futuristischen Namen Technopolis. Zuvor passieren wir aber die Grenze zwischen Asien und Europa. Knapp 1000 Meter hoch reicht der Ural an dieser Stelle. Natur und Menschen hier hatten es Michelle Alouy schon 1993 angetan, als er das erste Mal in diesen Landstrich kam. Stunden später in Technopolis. Alouy, der seit seiner Gymnasialzeit den Spitznamen Belmondo trägt, auf dem Weg in das Verwaltungsgebäude am Rande der Siedlung. Als er seinerzeit davon hörte, dass bei Tscheljabinsk eine Ministadt entsteht mit einem Betrieb, Wohnhäusern und Kultureinrichtungen, hatte er schnell die Idee, hier mitzumischen. Einen Teil der studentischen Freiheiten ins Berufsleben hinüber zu retten. Wir fanden das irre. Für mich war das die Sensation, also zwei Jungs in meinem Alter, die eine Stadt da hinsetzen. Und damals gab es auch schon 60 von den Hütten, also von denen man heute so 100 sieht, da gab es damals auch schon 60 Stück von. Und mit Ansätzen von Kinderspielplätzen und Banken und im See und allem Möglichen. Also die wollten eine richtige Stadt bauen und die hatten eine Philosophie. Und die hieß den postsowjetischen Umbruch als Aufbruch zu begreifen. Rund 100 Häuser sind in Technopolis bereits errichtet. An vielen Ecken wird gewerkelt. Deutlich zu sehen, bei weitem nicht alles ist fertig, die Straßen noch unbefestigt, viele Häuser im Rohbau. Eigentlich sollte alles schneller gehen, als vor 10 Jahren ein paar Uni-Absolventen von der Gebietsverwaltung hier Land zugewiesen bekamen, um Häuser zu bauen. Oleg Tretjakov war einer von ihnen, er erinnert sich. Die Privatisierung hatte gerade begonnen, mit Verabredungen unter der Hand war es vorbei. Wir haben damals wirklich bei Null angefangen, in jeder Beziehung. Da, wo jetzt die Häuser stehen, war ein Kartoffelacker. Wir mussten projektieren, Geld beschaffen, Material besorgen. Das hatten wir alles etwas unterschätzt. Sie träumten von einem sibirischen Silicon Valley, doch der Traum zerplatzte zunächst. Viele sprangen ab, Tretjakov machte weiter. Heute umfasst Technopolis 300 Hektar Land, Platz genug für 2000 Häuser und große Pläne. Mit Hilfe von Michelle Alouy, seinem Kölner Partner, soll das in 10 Jahren Wirklichkeit werden. Die Vision ist durchaus real, denn inzwischen gibt es eine wirtschaftliche Basis, Ökodom, ein Betrieb, der sibirisches Holz zu Platten, Leisten und Fertigregalen verarbeitet. Seit Januar wird hier produziert, die Hälfte für den Export. Seit ein paar Monaten kleben die Mitarbeiter stolz IKEA-Aufkleber auf ihre Produkte. Wichtig für das Gelingen waren Gelder aus dem Kohl-Jelzin-Programm. Die Anzahlung für dieses Projekt kam auch aus der Kohl-Jelzin-Milliarde. Darauf aufgebaut gab es eine Staatsgarantie der Russischen Föderation, hinterlegt durch eine Garantie der Region Tscheljabinsk. Und auf dieser Basis gab es eine Hermes-Bürgschaft, die wiederum die Grundlage für einen Kredit deutscher Banken an Ökodom war. 40 Millionen, eine Rieseninvestition. Alouy heuerte ein 9-köpfiges Spezialistenteam aus Deutschland an, das ein ganzes Jahr hier arbeitete. Jeder Schritt von der Projektierung bis zur Montage wurde begleitet. Mit viel Fingerspitzengefühl, um den Eindruck des arroganten Beraters aus dem Westen zu vermeiden. So viele Projekte gehen schief, weil an russischer Mentalität vorbei versucht wird, Betriebe einfach auf die grüne Wiese zu stellen. Danach ziehen sich die Manager meist viel zu früh zurück.
Nicht nur beraten, verkaufen und bauen, sondern die Vorhaben als eigene Projekte umsetzen, so die Maxime. Klar, beraten wir auch, aber wir sind General Contractor in einem solchen Projekt. Das heißt, wir übernehmen das ganze Projekt, das geht über unsere Bücher, und wir übernehmen die Verantwortung auch dafür. Was ein Berater normalerweise nicht macht, er erzählt dir eine Geschichte und lässt sich dann im Regen stehen. Unser Part ist, die Verantwortung mitzutragen und dafür zu sorgen, dass die Dinger eben laufen. Das war und ist die Idee für Comet, Michelle Alois Kölner Firma, die den Zusatz Technologietransfer GmbH trägt. Na, Comet ist ein Projektunternehmen, das 1993 in Köln gegründet wurde, von Absolventen der Universität Köln. Es waren damals vier Jungs, die sich überlegt haben, wo man hingehen kann, wo es spannend ist. Und wir sind seinerzeit 1994 nach Rotchina und nach Russland gegangen. Und aus verschiedenen Gründen haben wir uns dann in Russland festgesetzt, und zwar speziell in Westsibirien. Seitdem hat er eine Menge gelernt und dass er stets dranbleiben muss. Nichts geht im Selbstlauf. Wenn er hier ist, mischt er auch weiter im Tagesgeschehen von Ökodom mit. In der Nacht gab es einen Stromausfall, der ist noch nicht behoben, also beim Chefingenieur nachfragen. Jeder Stillstand kostet unnötig Geld. Wladimir Bekeschew erklärt, dass er das Notstromaggregat hochgefahren hat, alles in Ordnung. Der 30-Jährige gehört zu denen, die dem deutschen Spezialistenteam lange über die Schulter geschaut haben und nun Schritt für Schritt die Verantwortung übernehmen. Ich bin jetzt bereits seit 6 Jahren hier, aber mit Ökodom, der neuen Technik und dem neuen Betrieb haben wir einen Riesensprung gemacht. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Seit 1,5 Monaten bin ich der Chefingenieur. Das ist schon toll. Gut 1000 Mark verdient er bei Ökodom. Das ist überdurchschnittlich gut und reicht für einen Volga, früher für Privatleute undenkbar. Seine Familie wohnt ganz in der Nähe. Frau Natascha ist Agronomin. Vor 5 Monaten wurde Tochter Sveta geboren, um die sich die Oma kümmert, wenn Natascha arbeitet. Der 6-jährige Vova wurde im September eingeschult. Wladimir hätte gern mehr Zeit für die Familie. Oft reicht es nur für ein gemeinsames Abendessen. Natascha bereitet Pelmeni zu, Teigtaschen mit Hackfleisch gefüllt, eine sibirische Spezialität, die nur hausgemacht wirklich gut schmeckt, meint jedenfalls Natascha. Dazu gibt es Smetana, eine russische Variante saurer Sahne. Ökodom ist für die Familie ein Glücksfall. Wir haben vor, uns auf Jahre hier festzusetzen. Ökodom ist eine gute Sache für uns. Und hier auf dem Dorf geht es sehr familiär zu. In der Stadt kennen sich die Leute in einem Hauseingang doch oft gar nicht mehr. Über Nacht fällt überraschend Schnee. Für die 25 Kilometer nach Tscheljabinsk brauchen wir 1 Stunde. Wir wollen zur Einweihung einer Kirche. Aus Moskau hat sich dazu eigens der Patriarch angesagt. Aber auch er ist offenbar stecken geblieben. Wir kommen noch rechtzeitig und können sogar noch in Ruhe die Fensterrahmen betrachten, die Ökodom geliefert hat. Außer uns interessiert das an diesem Tag aber wohl niemanden. Längst nicht alle finden Platz, als Alexi II. Dann dem neuen Gotteshaus seinen Segen erteilt. Es ist die erste Kirche dieser Größe, die nach dem Ende der Sowjetunion in Tscheljabinsk eingeweiht wird. Auch im Ural findet nach dem Ende des Kommunismus eine Rückbesinnung auf die Religion statt. Vor allem für die Armen und Alten ist sie ein Ersatz für verloren gegangene Ideologie. Tscheljabinsk, die Uralmetropole mit 1 Million Einwohner, befindet sich im Umbruch. Die in der Boomphase der sowjetischen Industrialisierung ausgebaute Metallurgie und Chemie sucht nach neuen Absatzmärkten. Eine Strukturreform ist überfällig, das macht nicht nur die westeuropäische Kameralinse deutlich. Die Verantwortlichen wissen, dass radikale Lösungen die Arbeitslosigkeit nach oben katapultieren und für sozialen Sprengstoff sorgen würden. Und so thront Lenin weiter im Stadtzentrum in Nostalgie an einstige, vermeintlich bessere Zeiten. Anders als nach dem Rubelcrash vor 2 Jahren, als der gesamten Region ein Hungerwinter drohte, gibt es überall das Nötigste zu kaufen. Am Rande der Stadt hat sich sogar ein Markt etabliert, der mehr anbietet, von Pelzen aus Sibirien bis zu Hightech aus Fernost. Fliegende Händler aus dem benachbarten China haben diese Marktnische fest unter Kontrolle und beschäftigen sogar Leute aus Tscheljabinsk.
Ich kenne eine Menge, sagt sie, hier verdient man gut, außerdem ist es preiswert. Reich werden kann man zwar nicht, sagt diese Frau, vielleicht war das früher mal, wir schaffen es klarzukommen und das ist gut so, Gott sei Dank. Das Leben hat sie dazu gebracht, hier einen Job anzunehmen, ihr früherer Betrieb konnte keine Gehälter mehr zahlen. Ökodom ist noch eine Ausnahme in Chelyabinsk. Michelle Alui hat sich für ein paar Stunden abgemeldet und ist zu Eskimo gefahren, einem zweiten Projekt, einem viel kleineren, einer Modelagentur, die er vor 2 Jahren mit Freunden aus Island gegründet hat. Derzeit werden 20 Mädchen ausgebildet. Das dauert immer einige Zeit, also die Mädchen zu scouten, die dann entsprechende Fotos vorzubereiten. Dann müssen die Mädchen vorbereitet werden hinsichtlich Sprache etc. etc. und kulturell auch eingestimmt werden. Das ist ein Riesenschritt, wenn man ein junges Mädchen hier aus Zentralrussland, also vom Ural oder aus Sibirien nach Europa bringt. Das muss alles gut vorbereitet sein. Im ehemaligen Pionierpalast findet heute ein Casting statt. Die Mädchen sind alle im Alter zwischen 15 und 18 und träumen von einer Karriere im Westen. Marsha ist aufgeregt, obwohl sie schon eine ganze Weile dabei ist. Laufen, fotografieren, Michelle macht das auch gerne mal selbst. Auch Xenia ist ein wenig nervös, zumal noch eine Kamera dabei ist. Sie zeigt ihre Fotos. Wichtig ist Lockerheit, erklärt Katharina, die für ein paar Tage aus Hamburg gekommen ist. Alles solle spielerisch wirken. Die meisten Mädchen begreifen Eskimo als Chance, Chelyabinsk irgendwann zu entfliehen. Xenia wurde nach diesen Fotos schon für ein paar Wochen nach Deutschland eingeladen. Auch Katja träumt von einer Ausbildung in Europa. Vielleicht klappt das und vielleicht schaffe ich es auch, mir dort einen Namen zu machen. Am liebsten Frankreich und Paris, das ist mein Traum. Paris, meine Мечта. Zurück zur Ökodom, Arbeitsberatung, es werden Ideen gewälzt. Seit gut 11 Monaten läuft der Betrieb jetzt, die Auftragsbücher prall gefüllt. Mit 400 Arbeitskräften wird derzeit noch unter Kapazität gearbeitet. Und sie wollen nicht nur Regale, sondern auch Fertighäuser bauen, den Betrieb in die Technopolis-Pläne einbinden. Die Lösung liegt auf der Hand, Arbeitskräfte mit Aussicht auf Wohnraum nach Technopolis locken, am besten Russlanddeutsche. Die haben einen guten Ruf als Spezialisten, wie Harald Gies, der Chef im Sägewerk. Wie viele hatte er zu Beginn der 90er überlegt, nach Deutschland auszuwandern, er ist aber geblieben. Ich habe nicht vor, hier wegzugehen. Die Arbeit ist gut, ein gutes Kollektiv. Wissen Sie, auch unsere Vorfahren sind doch schon hier begraben worden. Das hier ist unsere Heimat. Und Ökodom ist doch eine wunderbare Perspektive. Er weiß von vielen, die gegangen sind, dass der Neuanfang in Deutschland nicht einfach ist. Nicht nur wegen der fehlenden Sprachkenntnisse. Die Betriebsleitung hat auch handfeste ökonomische Interessen, wenn sie an Russlanddeutsche denkt. Sie passen einfach zu Ökodom. Sie verstehen nicht nur die deutsche Kultur, sie arbeiten akkurat, zuverlässig und sehr genau. Und das ist bei uns mit der hochmodernen Technologie überaus wichtig. Es wäre schon ein Traum, wenn es gelingt, dass wir hier Russlanddeutsche zur Arbeit in einem deutschen Betrieb holen. Die Region von Chelyabinsk gehört zu den Gebieten mit kompakter Ansiedlung von Russlanddeutschen. Fast 100.000 leben hier in der Stadt von Chelyabinsk und in der Umgebung und es sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. Viele kommen über die nahegelegene Grenze aus Kasachstan, wo sie inzwischen nicht mehr willkommen sind. Wie sehr russlanddeutsche Tradition in der Region inzwischen wieder gepflegt wird, ist auch für uns überraschend. Mit Unterstützung der Bundesrepublik ist im letzten Jahr diese Kirche errichtet worden. Und als Pater Wilhelm vor 8 Jahren aus Thüringen kam, dachte er eigentlich, er werde die letzten Deutschen einsammeln und sie auf die Reise zurück in die historische Heimat verabschieden. Aber es kam anders. Sie sagten, ja, wir müssen also Schritte unternehmen, eine Genehmigung zu bekommen. Na ja, und wo ich hinkam, haben sich immer die Türen von alleine geöffnet. Wir haben also bald einen Bauplatz gehabt, dann hatten wir die Erlaubnis zur Projektierung. Und im Jahre 93 haben wir schon mit dem ersten Spatenstich hier begonnen. Und voriges Jahr, am 15. August, war die Einweihung. Und das alles war für uns wie ein Wunder, ein Zeichen, nur dass der Glaube, der so lange verfolgt war, hier wieder neu erstanden ist und diese Kirche ist das Symbol des neu erstandenen Glaubens.
Zum Gottesdienst, der zweisprachig stattfindet, kommen nicht mehr nur Russlanddeutsche. Die Kirche ist längst auch ein soziales Zentrum für die Umgebung geworden. Im Keller ist eine Suppenküche eingerichtet. Ein paar Straßenzüge weiter, ein Deutschgymnasium, das größte im Ural. Was für den Betrachter ein wenig wie nationale Deutschtümelei anmutet, begreifen die Schüler und ihre Lehrer als Suche nach ihrer ursprünglichen kulturellen Identität. In den Pausen und in den meisten Unterrichtsfächern wird allerdings Russisch gesprochen. Die meisten erlernen die Sprache ihrer Vorfahren als Fremdsprache. Der oft propagierte Wille der Bundesregierung zur Hilfe vor Ort, er könnte in Verbindung mit dem Ökodom-Projekt in Chelyabinsk zu einem wirklich funktionierenden Beispiel werden. Die Bundesregierung hat ein Interesse, dass nicht alle Russlanddeutschen auf einmal ausreisen. So, was braucht man dafür, dass die hier bleiben? Soziales Leben und so weiter. Das ist ein Bereich. So, kann hier stattfinden. Zweiter Punkt ist Arbeitsplätze, sichere, stabile Arbeitsplätze mit gutem Gehalt. Gibt es ja auch. Dritter Punkt ist vernünftige Wohnung oder vernünftiges Haus. Meines Erachtens sind das ja eigentlich ideale Voraussetzungen für die Ansiedlung von Russlanddeutschen. Wir haben Anfang letzten Jahres, Anfang 99, mit dem Bundesinnenministerium gesprochen und haben die Leute auch eingeladen. Bisher haben sie sich nicht hierhin verlaufen. Ich meine, sind ja auch ein paar Meter von Berlin. Aber wenn die vorbeikommen, freue ich mich. Die Gelder aus öffentlichen Töpfen könnten helfen, die Technopolis-Visionen schneller Wirklichkeit werden zu lassen. Die russische Seite hat bereits reagiert. Der Vizegouverneur ist offen für die Idee. Bereits in der Bauphase von Ökodom konnte Alui hier eine Befreiung vom Zoll erwirken. Der Vize will prüfen, wie die Verwaltung diesmal unterstützen kann. Deutsch-russische Zusammenarbeit in Chelyabinsk, die Chancen sind inzwischen größer als die Risiken. Der Ural, 10 Jahre nach dem Ende des Kommunismus, befindet sich die Region noch immer auf der Suche nach einem Bauplan für die Zukunft. Ohne Unterstützung von außen wird es auch hier schwer. Die Behörden tasten noch immer unsicher die Rahmenbedingungen ab. Doch sie haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass manches auch ohne Vorgaben aus Moskau möglich ist. Und sie wissen, dass wenn Projekte wie Ökodom Erfolg haben werden, dann kann dies weit über die Region hinausstrahlen. Michel Alui und Oleg Tretjakov. Im nächsten Jahr wollen sie schwarze Zahlen schreiben. Und hier am Staudamm träumen sie von einem zweiten Ökodom. 400 Kilometer weiter in Baschkortostan.